Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, wir machen weiter in Kapitel 1, Mission 5. Das hier ist die letzte Mission, die wir durchgehen, bevor wir unsere Charaktere auf Level 20 bringen und damit unser Team einen großen Power Spike geben. Wir gehen natürlich den schweren Weg, wie ich es angekündigt habe. Hier ist Kampfstufe 19 gefragt, alles ist mit vertreten. Darum werde ich jetzt hier einfach mal Spider-Man mitnehmen. Und ich werde hier einfach mal den guten Hank Pym mitnehmen, weil der ist gut gegen diese Tanks. So, und dann nehmen wir noch eine Verstärkung mit. Und wen wir als Verstärkung mitnehmen, werden wir jetzt sehen. Vielleicht Gamora. Gamora wäre ganz cool. Ja, was ist das? Wir nehmen Gamora mit. Alle anderen haben wir ja gerade im Team. Deswegen starten wir mal so rein. Eine Level 20 Gamora, die könnte schon ein bisschen stärker sein, weil sie ja eben schon zwei Easy-Slots mehr hat. Das ist okay. Hauptsache, unsere Charaktere sind nicht so stark überlevelt. So, wir greifen an mit Steckstrahl auf A. Der ist leider ausgewichen, aber zum Glück macht Spidey mit. Das ist klasse. Und dann sagen wir mal hier, was macht Nervenschlag? Ich glaube, achso, flankiert, kann unter Schutz angreifen, verhindert Heilung und macht konzentriert. Okay, das macht heimlich. Das macht konzentriert. Konzentriert ist eigentlich ziemlich gut, steigert Präzision um 25%. Wir greifen mal an und zwar auf A mit Ablenkungsschlag. Sehr schön. So, und dann greifen wir an auf B. Mit Spidey. Spidey ist effektiv, holt sich gleich mal einen Klassenbonus ab. Welle 2 kommt auf uns zu. Und Welle 2 besteht auch wieder aus zwei Gegnern. Einen gegen den Spidey effektiv ist und einen gegen den Hank Pym effektiv ist. Und jetzt machen wir gleich mal einen Ablenkungsschlag, um unsere Präzision zu erhöhen. Sehr schön. Gegner blutet auch noch. Und dann sagen wir mal Steckstrahl auf A. Perfekt. Verwüstet. Wir haben weggepustet. Super klasse. Und jetzt Spidey, mach mal den Rest mit Sprungspinne. Keine Sorge, wir werden zukünftig komplett neue Fähigkeiten für Spidey kaufen, denn ich habe schon alle Fähigkeiten, die ich für, ich habe alle Fähigkeiten, die ich für den guten, Moonlight brauche schon. Deswegen kann ich die ganzen Fertigkeitspunkte in Spidey investieren. Wir greifen mal an, B oder C ist eigentlich egal, ich würde mal sagen, wir greifen C an. Hat leider nicht gereicht, hätte ich doch besser B angegriffen, aber gut, was soll's. Können uns eben alle angreifen. Vielleicht doch nicht ganz alle. A können wir noch wegpusten. Mit Attentat. Hat gereicht. Perfekt. Volle Kombopunkte. Und dann machen wir mal schlaues Manöver auf C. Oder schlauer Einfall. Schlaues Manöver war ja von, ne, wisst ihr schon. Und jetzt schießen wir mal drauf mit Steckstrahl. Sehr schön. Hank Pym räumt auf. So, noch ein Gegner da. Wir inspirieren uns gleich mal ein bisschen. Denn dieser eine Gegner wird auch keine große Gefahr sein für uns. Denn wir machen erst einmal Nervenschlag. Kriegt der Klassenvorteil, aber das ist egal. Hauptsache blutet. Spidey macht er noch mit. Und dann sagen wir zu Spidey mal, er soll mal Drehtritt machen. Bam! Greift Spidey an. Spidey ist plattfüßig, aber das ist uns egal. Wir zeigen ihm mal Stechstrahl. Leider kein Crit, sonst wäre er tot gewesen. Aber Gamora hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Attentat. Und das war's. Wir haben gewonnen. Perfekt. Ein paar Gegenstände, die alle nicht so toll sind. Aber auf die 400 Silber kommt es mir ja an. Das wisst ihr ja schon. So, dann wollen wir mal. Hier ist Living Laser schon wieder. Und da ist Sinister Syndikat. Wir müssen für die Daily Quest eigentlich, also in der letzten Episode habe ich hier Daily Quest angefangen, müssen wir eigentlich Hydra-Leute besiegen. Notfalls mache ich das offscreen. Jedenfalls gehen wir wieder in den Kampf gegen Living Laser. Ihr seht es hier, wir brauchen Vernichter und wir brauchen Heiler. Deswegen packe ich jetzt hier mal Spider-Woman rein und ich nehme Hank Pym halt nach vorne. So, ne, das ist effektiv gegen die Leute hier und am besten noch irgendeinen Tank. Jemand, der ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Zum Beispiel Commander Blacks Hulk wäre ganz cool. Wisst ihr was? Ich glaube, wir nehmen sogar Commander Blacks Hulk. So, auf geht's! Thank you.
Ihr wisst ja, ich bin immer noch ein kleines bisschen am Vorproduzieren. Es ist zwar der nächste Tag, also zwischen Folge 68 und 69 ist ein Tag. Aber es muss leider sein. Es muss sein, damit ich den zukünftigen Fluss der Folgen gewährleisten kann. Oh, der Kombo hat sogar gereicht. Und Hulk ist zuversichtlich geworden. Das ist klasse. So, dann greifen wir mal an mit Stechstrahl auf A, B oder C. Ist eigentlich egal. Ich mache mal auf A. Immer erst auf die Gegner, die sich einen Klassenvorteil erspielen könnten. Und dann machen wir mal Angstpheromone. Wenigstens A wurde weggepustet und Hulk ist dran. Hulk kann Weltenbrecher machen auf alle. Weil er zuversichtlich war, hatte er mehr Schaden gemacht. So, dann holen wir uns ein bisschen Inspiration durch Pimpartikel. Und Hulk soll bitte mal weiterhin angreifen. Er ist sehr offensiv. Und zwar auf B. Hätte wahrscheinlich sogar für A gereicht, aber ist auch egal an der Stelle. Kalibrierung läuft, na gut. Machen wir mal Zuversichtspheromone. Die Leute von AIM sind schon cool, das muss man einfach sagen. Zack. Aber wir zappen sie weg. Und da ist Living Laser. Hey Glühwürmchen, lange nicht gesehen. Wir wurden schon einmal beim Schuldeneintreiben aufgehalten. Wir werden das kein zweites Mal zulassen. Sobald wir haben, was uns zusteht, kannst du mit Octavius machen, was du willst. Wenn du uns vorher in die Quere kommst, verbrenne ich dich zu Asche. Es ist nur so, S.H.I.E.L.D. findet den illegalen Handel mit tödlicher Technologie zwischen Gruppengrößen wahnsinniger Superschurken gar nicht witzig. Also fürchte ich, dass ich dir durchaus in die Quere kommen muss. Ja, das müssen wir wohl leider. Er hat einen Klassenvorteil gegenüber Hulk. Aber ist das uns egal, auch wenn er dich dadurch ein bisschen gewandt macht. Wir holen uns mal... Nein, wir machen einfach mal bioelektrischer Stoß. Jetzt ist er durcheinander, das ist super klasse. Und dann machen wir Zuversichtspheromone, haben wir schon. Machen wir mal Hulks nächsten Angriff stärker. Mit Stoffwechselschub. Und sogar Hulk kann großen Schaden machen. Mit Sachschaden. Bäm, 3000 vernichtet. Also verwüsteter Schaden, buchstäblich. So, viele, viele Sachen, um unsere Charaktere aufzutunen. Das ist gut. Also zum Leveln, besser gesagt. Tja, damit wäre das Laserhirn abgehakt. Ist er in Gewahrsam? Nein, er ist abgehauen. Also nicht abgehakt. Ja, hey, der Typ ist so schnell wie das Licht. Da kann ich nicht ganz mithalten. Ja, das stimmt. So, also, wir gehen zurück auf die Chat-Seite. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir hier Back-Omen haben. Back-Omen. Und zwar haben wir eine Energiezelle, die wir gerne nutzen. Denn dadurch kriegen wir Fertigkeitspunkte. Und davon brauchen wir ganz, ganz, ganz viele. So, sehr schön. 1760. Wenn ihr meine Helden benutzen möchtet, hier ist mein Verbündetencode. Der steht auch immer unten drin in der Anzeige. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich alles besser. Und mit Anzeige meine ich, wisst ihr schon, Kommentare und so. Und dann hoffe ich, ich darf euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Würde mich auf jeden Fall riesig auf euch freuen. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.